Bekannte haben uns erzählt, dass der Zoo in Leipzig der schönste in Europa sein soll. Das hat uns neugierig gemacht. Wir möchten die 6 authentischen Erlebniswelten entdecken und nehmen euch mit. Ich finde es toll, dass bei den Gehegen soweit irgend möglich die natürliche Heimat der Tiere nachempfunden ist. Ist das ein echter? Im Gondwanaland erleben wir den Urwald mit allen Sinnen, was wir auch am Schwitzen merken. Hier sind 140 exotische Tierarten und um die 500 Baum- und Pflanzenarten zu Hause. Schöne Zeit geht schnell vorbei. Die Menschenaffenanlage Pongoland müssen wir uns für unseren nächsten Besuch aufbewahren. Während wir im Zoo locker 3 Tage verbringen könnten, sind wir im Naturkundemuseum in 2 Stunden durch. Da wir den letzten Sonntag im Monat erwischt haben, brauchen wir keinen Eintritt zahlen. Unser Travel 24 Hotel befindet sich mittendrin, neben dem Naturkundemuseum und wenige Gehminuten vom Zoo entfernt. Sämtliche Restaurants und Geschäfte warten darauf, besucht zu werden. Auch vom Hauptbahnhof sind wir lediglich 500 Meter entfernt. Im nächsten Video zeige ich dir den Dino Zoo Methelen. Also bleib dran, ich freue mich wieder auf dich. Bye bye.